Servus, ihr Euden, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dishonored. Ich bin Zale und bin auf dem Dachboden über Waverly Boyles Zimmer, Schlafgemach. Das habe ich in der letzten Folge entdeckt, denn sie hat da so ein, ich sag's mal mit der Nachtsicht nochmal, einen kleinen Hebel. Ja, Hebel ist falsch. Eine Kordel, an der sie ziehen kann, und sobald sie das getan hat, geht hier diese Luke auf. So habe ich das zumindest interpretiert, denn ich habe die Luke auf jeden Fall erst entdeckt, nachdem ich an der Kordel gezogen habe. Und ich hoffe mir, dadurch einen Weg geebnet zu haben, zu einem Türchen, irgendwo zu einer Klappe, keine Ahnung, irgendwie möchte ich zu einem Schaltkästchen kommen, das ich manipulieren kann, um die Lichtwand auf meine Seite zu bringen, damit die fiesen Wachen... Ah, nee, hätte ich mich... Ah, schade. Damit die fiesen Wachen ausgeschaltet werden und ich in aller Ruhe Waverly bewusstlos schlagen kann und sie in den Keller bringen kann. Aber so wie es aussieht, war das hier wirklich nur hier das bisschen und nicht wirklich so hilfreich, wie ich mir das hier erhofft hatte. Oder geht's da noch irgendwo hin? Nee. Ah, verdammt. Aber wie machen wir das? Brauchen irgendeinen sehr schlauen Move. Hier dürfte wieder das Treppenhaus sein. Naja, Treppen. Da darf uns keiner sehen, dass wir hier oben waren. Hier ist nämlich geheim. Waverly ist hier immer in sicherer Entfernung von dieser Treppe. Das ist bedauerlich. Was ist denn das für ein Ding? Das große grüne Teil. Große grüne Teile können wir doch immer einsammeln und mitnehmen und klauen. Keine Wachen hier. Hier darf ich sein. Hier muss ich mich nicht mehr rumschleichen. Wo ist dieses... Ach so, das ist ja gerade das Weinteil. Das Punschlager. Dann schleiche ich mich hier nochmal durch und guck mal, ob ich nicht hier einen Durchgang habe. Aber auch da... Da haben wir diesen Keller, das weiß ich noch. Geheimgang, und da müssen wir eigentlich Waverly hinbringen. Ich komme hier nicht an diese Lichtwand. Da ist eine Kette. Schau mal, ob ich da irgend... Moment mal. Keine Eier hier, natürlich. Na gut, dann lege ich den mal um. Ich hoffe, dass ich da irgendwo durchkomme. Ich möchte ja nicht fliehen. Ich möchte eigentlich nur... So. Aber nee, hier geht es ja auch nicht nach oben. Zumindest nicht dahin, wohin ich gerne gehen würde. Kurbel, Waldöltanks. Gut, dann ist das der Tresorraum. Dafür haben wir uns ja den Schlüssel geholt. So, was kann ich mitnehmen? Oh, eine Rune. Cool. Kaiserliche Urne. 150. 150, 100. Ach, das gelten die Barren. Münzen 100, ja, alles klar. Elixier, Erz. Ha. So, haben wir schon ausgeräumt. Tür, Notschalter. Aha, verstehe. Verstehe, verstehe. Und das ist aber trotzdem nicht den gewünschten Effekt. Möchte mich eigentlich da nach oben. Ah, okay, das ist der Kerl mit der Wolfsmaske. Der wartet hier schon auf Waverly. Boah. Oder soll ich so frech sein? Das macht dieses Tor einfach nur zu. Wie vermutet. Hallo, Dienerin. Ah, die muss ich eigentlich töten. Obwohl... Was passiert, wenn ich... Ah, kann ich... Ich versuche jetzt mal...
Warte mal, wenn sie schlau ist, wenn sie schlau sind, greifen die mich doch eh nicht an, wenn ich die Wavel hier mit mir rumtrage. Verdammt, nee, das funktioniert so nicht. Ah ja, okay, da kann ich... Na, scheiße. Fuck, ich kann mich, wenn der die Musik anmacht, nicht einmal bewegen. Ich bin ja quasi bewegungsunfähig gewesen jetzt gerade. Na gut, da habe ich mal getestet. Ich habe eigentlich gehofft, dass die schlau sind und nicht anfangen, mich plötzlich zu beschießen. Während ich da deren Chefin in Armen halte. So. Wäre nicht schlauer gewesen von denen, aber gut, dann weiß ich das. Muss ich das tatsächlich sehr, sehr schlau anstellen. Schlauer, als ich gehofft hatte. Wavely, 50 Meter. Hallo, Dienerin. Hallo, Miss White. Erinnerst du dich, Miss White? Ich habe dir damals einen Drink vorbeigebracht. Kann ich mich an den... Kann ich den... Bemerkt, du stehst jetzt echt doof. Möchtest du bitte... Sagen Sie mir, wissen Sie noch mehr? Nein. Was haben Sie noch herausgefunden? Gar nichts. Ich frage mich, ob ich die Belegschaft aufstocken soll. Geh einfach nur weg, bitte. Die ist ganz schön weit weg. Wenn ich den hier neben den erledige, ist alles vorbei. Es muss doch irgendein Weg... Hey, mal kurz... Ups. Nein, 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 nein. Muss doch irgendeinen Weg geben, an diese Lichtwand zu kommen. Gut, ich wollte noch den Schlüssel ausprobieren. Der hat hier einen Schlüssel, aber der guckt die ganze Zeit zu. Das bringt gar nichts. Schlüssel zum Walölschrank. Wer wird denn den dabei haben, Mann? Wenn der noch nicht so blöd gucken würde, kann ich den irgendwie... Kann ich auch nicht ablenken. Wenn, dann müsste ich sowieso den zuerst erledigen. Irgendwo hier eine Versteckmöglichkeit? Nee. Und sobald ich hier das Schwert habe, maulen die schon mal? Ich sagte bereits, Waffe wegstecken, Sir. Sagtest du das bereits? Na gut. Guckt der in meine Richtung? Sehen die ja alle. Und die Lichtwand ist doch definitiv nicht auf mich geeicht. Walölraum. Verdammt. Die sehen das hier doch auch alle. Kann mich auch nicht von oben irgendwo... Der hat echt mit Corvo Atano unterschrieben. Krass. Der traut sich was. Dann besitzt sie die Dreistigkeit, die Flasche nach Hause zu nehmen. Die Manieren. Boah, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das lösen würdet. Oder würdet ihr jetzt einfach Waverly erledigen und ab dafür. Aber die ist sowieso immer an dem Punkt, wo sie beobachtet wird. Ne? Dadurch, dass sie... Ich gehe jetzt mal schnell ihren Laufweg mit. So, kann ich mit ihr reden? Ja, was gibt es? Ach, Moment mal. Oh, wirklich? Erzählen Sie. Nicht schlecht. Aber Sie müssen uns alle drei erkennen, um das Juwel zu gewinnen. Was? Oh, ja. Ach, guck mal. Auf keinen Fall. Ich kenne weder Sie noch Ihre Familie. Ah, Moment. Ich kenne die Kaiserin noch immer. Wir waren so gute Freunde. Oh. Ach, cool. Echt, du bist eine von den Guten? Echt, du bist eine Nette? Komm, wir müssen noch mal reden. Ich kann nicht noch mal mit dir reden. Ah, verdammt.
Ah, ich möchte doch nochmal mit dir reden. Wieso geht das nicht? Muss ich da etwa einmal irgendwo im Kreis rumlaufen und dann geht das? Na gut, dann laufe ich einfach ihren Laufweg ab und guck mal, was passiert. Widerliche Ratte. Ja, aber Waverly. Dreckige Kreatur. Das Juwel, sagt sie. Ja, hätte ich das vielleicht als erstes machen sollen, zuerst alle drei identifizieren, hätte ich vielleicht eher einen Draht zu ihr. Folgen wir dann mal weiter, ein bisschen unauffällig. Dum, dum, dum. Sehr unauffällig, was wir da tun. Dass ich nicht nochmal mit der reden kann, einfach sage hier, komm. Gut, aber die Mission ist eigentlich eh ganz klar. Nämlich die bewusstlos zu machen und dann zu dem zu bringen. Das heißt, überzeugen werde ich sie nicht können. Weil sie mir nicht glaubt, weil sie mich nicht kennt. Hier gucken sie wieder alle zu. Okay, sie geht also tatsächlich durch diesen Raum durch. Das schon mal, mache ich hier die Tür zu. Wenn sie nochmal durchkommt, habe ich ein bisschen Zeit zum Reagieren. Ich muss sie aber trotzdem hier überall durchbringen. Da wo die ganzen Assis rumhängen. Observer, wir sollten wieder ein Gartenfest veranstalten, wie im letzten Jahr, kurz vor dem Tod. Nein, sag bloß, du gehst da. Nee, tust du nicht. Ah, verdammt. Die hätte ich ja gern da unten gehabt. Ah, der eine geht raus. Die eine Wache geht raus. Aufseher. Du hast hier nichts verloren. Ja, ja. Ist nicht ein Spot, an dem ich den einfach... Verdammt. Gucken sowieso alle zu. Wie zum Himmel könnten wir für sie verantwortlich sein? Da ist auch immer jemand. Ach, verdammt. Das merken die alle sofort. Wo geht's hier lang? Okay, ein Bad. Können wir auch nicht ausschalten. Dann wenigstens mal so nach und nach die Wachen ausschalten. Das wäre schon mal gut. Töten wir wenigstens easy. Aber was habe ich denn? Ich habe ja sonst keine Kräfte. Das Problem ist aber, glaube ich, auch, wenn ich jetzt plötzlich da mit der... mit der Armbrust rangehe oder sowas, ne? Wissen die trotzdem sofort, wer ich bin, auch wenn die nicht sehen, wo ich geschossen habe. Also wer geschossen hat, so muss ich sagen. Das ist immer so ein bisschen blöd. Verdächtigen sofort mich. Der hungrige Kosmos, Auszug aus seinem Werk über die Bewegung der Sphären, verfasst von Anton Sokolov. Ah, die bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen, die gute Waverly. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wie ich das am schlauesten machen soll. Na, wenn ich den jetzt hier erledige, sehen das sofort die. Schlagen Alarm, Ende. Also jeder Alarm ist sofort Ende. Und wenn ich die jetzt bewusstlos schlage, bringt mir das auch nichts, weil dann ist ja sofort Ende. Ich müsste tatsächlich... Ich vermute, dass das der Schlüssel ist, den ich brauche. Aber ich kann hier auch keinen erledigen. Versuch's mal hier mit dem, kann ich...
sieht dann doch sofort der andere. Sehr schön. Ah, jetzt sind die... Na. Zu gerne riskieren. Scheiß drauf. Werden die schon nicht sehen. Komm. Dann machen wir halt alle fertig, wenn es geht. So. Aus der Schusslinie. Ups. Ups, nein, nicht der mit dem scheiß Gerät da. Ah, verdammt. Ah. So schaffen wir das also auch nicht. Na gut, letzter Speicherpunkt. Ein Versuch was wert, Freunde. Ein Versuch was wert. Ah, okay, sind wir wieder hier. Ah, Moment mal, ja, dann kann ich zumindest mal versuchen, andere hier Optionen durchzugehen beim Gespräch mit der Waverly. Oh, Glitchtür. Dann haben wir hier nämlich vielleicht noch die Möglichkeit, etwas anderes zu ihr zu sagen. Beziehungsweise die Möglichkeit, was anderes zu ihr zu sagen, haben wir sowieso. Ich hoffe aber mal, dass das auch andere Auswirkungen hat. Ach, Miss White, du stehst echt ungünstig. Waverly, Waverly. So, komm. Ja, was gibt es? So, Drink. Es ziemt sich für die Gastgeberin nicht zu trinken. Jemand sollte es erstmal sagen. Was soll das heißen, mein Leben retten? Jemand will sie töten, aber ich bitte ihnen einen Ausweg an. Was? Warum? Wer schickt sie? Bleiben Sie ganz ruhig und folgen Sie mir. Ein Schiff wartet auf Sie. Treffen Sie mich im Keller. Boah, was ist denn hier wohl schlauer? Was sagt er denn noch? Sagt er das mit dem Schiff, das gleiche, dass Ihr Geliebter auch unten auf Sie wartet? Bleiben Sie ruhig und folgen Sie mir. Ich komme mit. Was hat das alles zu bedeuten? Oh, das wirst du früh genug erfahren. Cool. Es wäre geil, wenn sie auf meiner Seite ist. Ich glaube nicht, dass wir Trevor heute Abend sehen. Wenn Trevor dein Geliebter ist, oh doch. Die Gesellschaft ist nicht mehr, was sie war. Ah, Gott sei Dank. Hoffentlich ist das alles. Mal gucken. Hoffentlich macht sie das auch freiwillig. Nicht, dass sie da jetzt unten merkt, okay, Moment, das ist ja hier der Stalker und ich laufe wieder weg. Also so langsam müssen sie sich mir erklären. Nein, du bist schon richtig. Du bist schon richtig. Komm mit. Ich vermisse die Kaiserin noch immer. Wir waren so gute Freunde. Ja, waren wir auch. Die Kaiserin und ich. Sie war wie Familie für mich. Komm mit, Waverly. Waverly. Komm.
Sehr brav. Boah, hoffentlich klappt das. Leute, geil, dass das so funktioniert hat. So, Mann. Wusste ich ja gar nicht, dass es ja solche Optionen überhaupt gibt, ne? Dass man da einfach hier durch Gespräche auch was erreichen kann. Bis jetzt war das ja immer Mord und Totschlag. So, du musst hier noch über diese Fässer klettern. Ja, hier bin ich. Komm mit, komm mit. Bin jetzt echt gespannt, wie das funktioniert. Die Mission ist ja eigentlich, die bewusstlos hier zu ihm zu bringen. Komm, hier, hier, hier. Du wirst ja doch wohl über die Fässer klettern können. Komm. Komm, komm. Komm, hier über die Fässer. Kommst du hier echt nicht mit? Ist das hier das Ende? Du willst nicht über die Fässer klettern, Lady. Ach so, okay. Na dann müssen wir es so machen. Ah, hoffentlich können wir zu der noch Kontakt halten. Ne? Sie ist eine alte Kaiserfreundin. Ihr habt sie gefunden? Schnell. Ja. An Bord mit ihr. Darf ich auch mit? Oh, meine Geliebte. Eines Tages wirst du verstehen. Sie wissen gar nicht, wie froh sie mich gemacht haben. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Dafür hat sie ja ihr ganzes Leben lang Zeit. What? Was? Ach du Scheiße. Du bist ja ein Arschloch-Stalker. Verdammt. Das war nicht der Plan. Oh, das war so gar nicht der Plan. Hm. So, Kanalisation. Da kann ich jetzt also hingehen. Oder mal in den Keller bleiben. Wieder zurück zu Samuels Boot. Sehr schön. Also mal erstmal in die Kanalisation. Vielleicht führt hier direkt ein Weg raus zu Samuel. Ja. 80 Meter. Das kriegen wir hin. Bisschen Nachtsicht. Hexenfischen aus dem Weg gehen oder zumindest sehen, wenn welche in der Nähe sind, damit wir die töten können. Auf Hexenfisch habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Naja, außer zum Essen vielleicht. Ah, sehr schön. Ganz in unserer Nähe. Mit dem Dingens hier werden wir sicherlich dieses Tor öffnen können. Tada! Unautorisierte Einrichtungen werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Samuel, wo bist du denn? Muss ich mir jetzt hier echt noch mit diesen Trollboys rumschlagen, bevor ich weiter kann? Wow, Samuel ist fort. Finde ihn jenseits von des Tores oder so stand da. Oh, okay, das Tor haben sie zugemacht. Samuels. Ai. Okay, also doch nicht so easy wie gedacht. Liebe Freunde, das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, um uns zu loben. Abo lassen, um nichts zu verpassen. Ah, Trollboys, Trollboys, scheiße, scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.